Es ist ein Video aus Frankreich von der sogenannten Gay-Natur. Da war ich auch eingeladen, bin aber nicht hingegangen. Abgehoben. Nee, ich habe keine Zeit. Auf jeden Fall Gay-Natur in Frankreich. Ja, sehr, sehr schöne Spots. Ich habe auf Instagram ein paar Sachen gesehen. Das Video selber kenne ich noch nicht. Aber ich denke, man kann sich darauf freuen. Das, denke ich, wird ganz nice werden. Schau mal rein. Und gib Bescheid wegen der Lautstärke, bitte. Ach so, ja. Mir ist schon zu laut. Das geht. Sieht schon schön aus da. Lauter, okay. Was? Aua. Abgehoben. Lauter, okay, okay, beruhigt. Alter. Ja, du kannst ja einfach neben deinen Kopf tun. Ja, wir haben auch Lords, Paredes. Paredes, ja, keine Ahnung. Ey, ich kann die Namen willkommen bei den Freibadgängern. Ja, auf jeden Fall. Oh Mann. Man hört gar nichts lauter, ich höre nichts vom Video. Ich glaube, ja, ja, glaub, wir faken es gerade. Die verarschen uns doch, oder? Das gibt's doch gar nicht. Cheyenne, gib du mal Bescheid, ist es laut genug oder nicht? Kann man jemand Real Talk schreiben? Ah, okay, es kann schon sein, weil Desktop-Audio runter war. Oh, jetzt ist safe wieder zu laut. Pass auf, Stefan, gleich explodiert dein Kopf. Also jetzt nochmal Bescheid geben. Jetzt besser. Das ist nicht so laut. Zu laut. Sau laut. Er ist richtig krass. Der ist relativ alt, über 30 schon. Ich schätze, der geht sogar auf die 40 zu. So gleich. Ja, also ernsthaft. Fast so wie ich. Und ja, er macht immer Kopfsprünge aus 27 Metern. Wie kann man sowas machen? Kopfsprung, absolut gestört. Sein Rekord war, glaube ich, aus 31. Kopfsprung. Mhm. Er macht meistens macht eineinhalb sowas? Front auf Kopf. Und das tut ihm. Warum ihm dann ist die Schultern weg oder sowas? Keine Ahnung. Krank. Das regt mich richtig auf. Die machen die Shots mit diesem Wurfding. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ja. Und ich habe dann noch eine Drohne oder was? Nee. Das ist so ein. Da wird die GoPro vorne drauf gesteckt und du wirfst es halt. Und das macht dann so, fliegt so eine Kurve einfach. Okay. Und ich wollte so ein Ding kaufen für uns auch, dass wir das halt auch machen können, weil es sind wirklich nice Shots. Schaut cool aus, wenn du es gut triffst. Ja. Aber ich finde es nicht. Also ich auf GoPro-Seite nirgendwo. Weil das ist, ich schätze mal, von GoPro-Dach. Chat, eure Aufgabe, ihr sucht jetzt so ein Teil. Ja, wenn jemand das Teil kennt oder weiß, wie das heißt, bitte dann melden. Genau. DM auf Instagram oder hier kurz in den Chat schreiben, wäre ganz cool. Sowas hätte ich echt gern. Oida ist die Gap groß, Junge. Aua. Scheiße. Jetzt ist er wieder zu laut. Hä? In welcher Achse ist er denn unterwegs? Ich hätte auch gerne da die Landung gesehen. Ohne Witze, war das noch mega hoch. Sah gefährlich aus. Alter, du musst mal schauen, wie hoch der noch war. In welcher Achse der getroffen ist.
Das ist eigentlich ein Part. Das geht so ein bisschen seitlich. Das macht der seitlich, dann kommt vor. Und jetzt schau, wie hoch der noch ist. Ja. Ich glaube, der ist safe übertreten. Du siehst es noch, dass die Schatten sind. Nee, ich hab nur vorher gehört, oder war das ein Schatten? Ich hab gemeint, das ist das an einem Seil befestigt, oder war das dran? Ah, so sieht das aus. Ja, okay. Ja, ja. Die Spots sind halt so nice, so. Da waren wir auch schon. Richtig hoher Sprung, 28 Meter. Ja. Ey, da, wie lange der unterwegs ist, war ich. Und dann kommt so. Oh, ganz schön, ey, wie schief der gekommen ist. Ich finde, Single Auerbach geht halt schon von der Zeit her ganz gut auf, aber Single Back kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, auf so einer Höhe ist. Absolut gestört. Was? War das Double Full Double Front Half, oder? Flip ist. Dreifach, zweieinhalb Schrauben. Scheiße. Haben wohl nicht nur wir die Probleme mit der Polizei. Aber ich muss auch sagen, es wundert mich überhaupt nicht an dem Spot, wo wir dort waren. Also eigentlich jedes Mal, wo ich da war, ist immer irgendwann Polizei vorbeigefahren. Die wissen halt schon Bescheid, glaube ich. Die Präsenz ist groß. Schau mal, wie viele da im Wasser schon warten, auf den der springt. Und dann sind oben welche beim Filmen auch noch. Ja, das ist halt krass. Nice Motivation, weißt. Dass wenn so viele Leute schon da sind, alles gehypt wird, dann hast halt auch Bock, darunter zu springen. Ja, er hat das Land ins Wort gefasst. Definitiv ein schönes Video, ihr könnt gerne bei all den ganzen Leuten vorbeischauen. Alle Leute abonnieren, Likes da lassen. Ja, nee, wirklich sehr, sehr starkes Video. Lukas Pedrosa. Gerne vorbeischauen. Ja, krasser Trip, also krasses Event, sage ich mal, was die da aufgezogen haben.
Ich denke, es wird auch über ein paar Tage gegangen sein. Mit Sicherheit. Ja, haben gut was abgehört. Ganz schön rausgehauen, ja. Coole Aufnahmen gemacht davon. Ja. Sehr schön.